Tennisstar Boris Becker soll nach Informationen von RTL vorzeitig aus der Haft entlassen worden sein. Der 55-Jährige wurde am 14. Dezember in Deutschland erwartet und das zunächst in München. Diverse Medienvertreter versammelten sich am Nachmittag am Münchner Flughafen, in der Hoffnung, einen ersten Blick auf Becker zu erhaschen. Doch die winterlichen Wetterverhältnisse machten das Warten vergebens. Beckers Flug soll wegen Eisregens nach Oberpfaffenhofen umgeleitet worden sein, berichteten unserer Reporterin am Airport mehrere Quellen. Dort landete um 15.23 Uhr ein Privatjet aus London. Der dreifache Wimbledon-Sieger hatte die vergangenen 7,5 Monate in England hinter Gittern gesessen. Becker war Ende April wegen Insolvenzstraftaten zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Offiziell wurde Beckers Freilassung am Mittwoch zunächst nicht bestätigt. Der Anwalt von Boris Becker, Gil Spark-Jones, wollte die Berichte nicht kommentieren. Bei Bild heißt es, Boris Becker habe einen Interview-Deal mit dem Münchner TV-Sender ProSiebenSat.1 an Land gezogen, bei dem rund 500.000 Euro rausspringen soll. Der Sprecher von ProSiebenSat.1 bestätigte Berichte über ein geplantes Interview von Becker uns gegenüber nicht.